Und eine zweite Frage will ich stellen. Es wurde hier in der Debatte darauf hingewiesen, ja, das Problem mit den Faschisten ist ja nicht so, groß. Und die Partei von Gianni Gianni Burg hat ja nur weniger als 2% gekriegt. Das Problem ist damit ja doch kleiner, als wir das darstellen. Das wurde doch. Sie haben überhaupt keinen Anstand. Sie erklären hier die Darf ich jetzt bitte trotzdem darum bitten, dass wir wieder zu einer sachlichen Auseinandersetzung kommen? Nein, nein, Entschuldigung, Herr Kauder, es geht jetzt nicht darum, Herrn Hofreiter anzugreifen. Ich sage nur, wir sollten zu einer sachlichen Auseinandersetzung keine Unterstellungen machen, Herr Hunko. Es wurde vorhin gesagt, das ist ja auch richtig, dass die Pseudo-Partei. Herr Hunker, wenn ich einfach daran erinnern darf, in der Auseinandersetzung ist keine Bewertung dahingehend getroffen, dass damit das Problem gering sei. Das ist nicht getan worden. Das können Sie sicherlich im Protokoll nachlesen. Es wurde vorhin gesagt, dass ja der Kandidat der Svoboda doch weniger als 2% gekriegt hat. Dann frage ich Sie, werden Sie darauf hinwirken, dass die jetzt ja immer noch in der Regierung bestehende Svoboda-Partei jetzt aus der Regierung ausscheidet? Weil wenn Sie doch so wenig Rückhalt haben, warum sitzen Sie noch in der Regierung? Herr Schockenhoff. Herr Kollege Hunko, das Problem ist, dass eine Wahl, von der Sie gerade sagen, diese Wahl ist frei und fair abgelaufen, von Ihrer Nebensitzerin, der Frau Dagelen, als eine sogenannte Wahl bezeichnet wird, weil ihr das Ergebnis nicht passt. Von diesem totalitären Denken müssen Sie Abstand nehmen, und alles andere haben wir vorher deutlich gesagt. Als nächster Redner hat Franz Tönnes das Wort. Und bevor Franz Tönnes das Wort ergreift, blicken wir noch mal schnell auf Sevim Dadelen, die das Ganze nach wie vor auch über Twitter kommentiert, wenn Sie mal gucken wollen und die Gelegenheit dazu haben, und da auch nach wie vor sehr pointiert agiert. Jetzt also Franz Tönnes, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages.